Wie ihr wisst, haben wir gestern unsere Küche hier fast fertiggestellt, endlich nach 7 Monaten. Die ist jetzt 7 Monate hat es gedauert, in Deutschland abgebaut, in Ungarn reingestellt und nach und nach und nach und nach und nach wurde sie aufgebaut. Ich mache mal Fenster zu. Es zieht gerade voll. Also es ist angenehm, weil es ist sehr heiß zurzeit, aber es ist laut, glaube ich, in der Kamera. Genau, und ich ja, bin so ein bisschen die Schubladen am Ausräumen, sauber machen, einräumen durch das Segen der Arbeitsplatte. Ist überall Staub und da war ich jetzt gerade zugange, weil hier war jetzt noch so der Schrömmelplatz. Alles ist voll. Ach, egal, ihr seht es ja selber, wie es halt aussieht, wenn man eine Küche aufbaut. Ne? Überall ist es dreckig, in allen Ritzen ist der Sägestaub, Rechnungen liegen hier rum, alles wurde einfach immer abgelegt, weil wir ja hier teilweise, also jetzt schon, ich glaube insgesamt 2 Monate haben wir hier in dem Haus geschlafen. Nee, gar nicht. Nee, einen Monat ungefähr. Ich weiß nicht, egal. Ein paar Wochen haben wir hier geschlafen. Und wie das dann so ist, man hat nirgendwo Platz, wir hatten keine Spüle, man lässt alles überall liegen. Naja, das mache ich jetzt. Ich freue mich darauf, das zu machen, weil ich habe vor lange keine Küche mehr aufgeräumt. Hatte ja keinen im Wohnwagen. Das kann man ja überhaupt nicht vergleichen mit einer Küche. Und deswegen mache ich das jetzt. Wir haben erstmal 9 Uhr. Livia macht jetzt schon ein Schläfchen. Wir waren nämlich alle um 6 Uhr wach. Die Fliegen haben uns geweckt und wir können es kaum erwarten, bis wir endlich Fliegengitter haben. In 2 bis 3 Wochen kommen die. Also ich glaube noch 2,5 Wochen ungefähr, dann kriegen wir Fliegengitter-Rollos, eine Fliegengittertür vorne am Eingang. Das ist eine Katastrophe. Puh, nachts kann man schlafen, aber sobald es hell wird, zzz, zzz, boah, die kommen auch immer wieder. Die kommen halt an den Mund und an die Augen, überall wo Flüssigkeit ist, und wollen trinken. Richtig nervig und ätzend. So, den Kompost muss ich gleich wegbringen. Ach so, und Bernd und Calvino, die sind in die Stadt gefahren. Wir brauchen nämlich Kabel auf Rolle, weil morgen der Außenstrom wird gelegt auf der Terrasse. Und ich glaube, Lampen werden installiert. Und dann, weil er dann eh in der Stadt ist, das ist von uns so halbe, dreiviertel Stunde entfernt, da fährt man nicht einfach so hin, dass man sagt, ah, ich brauche jetzt Bananen, ich fahre jetzt in die Stadt. Kann man machen, machen wir aber nicht. Und deswegen macht er direkt auch ein paar Erledigungen. Wir brauchen wieder frisches Obst und so. Ich brauche Badreiniger und sowas. Dann geht er das alles mit besorgen. Und ich mache hier in der Zeit weiter mit Aufräumen. Ich habe gedacht, hier stelle ich sowas alles hin, Mixer und den Wasserkocher und so, weil ich finde, das sieht immer unruhig aus, wenn so viel auf der Arbeitsplatte steht. Aber da, durch den Kühlschrank sieht man das nicht direkt, wenn man reinkommt in den Raum. Deswegen wird das da alles hingestellt. Das ist so schön. Ich habe das so oft schon gesagt, dass man alles jetzt nutzen kann, eine Spüle, eine Waschmaschine. Boah, eine Spülmaschine, toll. Der wahre Luxus, wenn man darauf so verzichtet hat. Unglaublich toll. Und hier ist noch von der, das ist ja die alte Arbeitsplatte, da ist noch Silikonfuge drauf. Die muss ich jetzt mal abkratzen. Da. Mit einem Cuttermesser, glaube ich, macht man das am besten, oder? Müsste ich eigentlich eins hier rumfliegen haben. Oder fünf. So was liegt auch immer hier rum. Aber es ist ja oft so, alles liegt rum, man räumt es immer von A nach B und wenn man es dann braucht, dann ist es nicht da. Das ist oft, ne? Die ganze Zeit, vergesse ich aber immer. Ich wollte schon mal Essen vorbereiten.
Und das ist kein Rezept bis jetzt. Das ist einfach improvisiert. Ich habe eine riesen Aubergine, zwei Zucchinis, eine Paprika. Das sind so Bohnen, die haben wir auf dem Markt mitgenommen, um die zu probieren. Dann habe ich Zwiebeln, Knoblauch und Kartoffeln. Das sind gelbe Splittererbsen, die sind noch aus unserer Krisenvorsorge. Und das schwenken wir mal um und die brauchen wir gerade auf. Deswegen gibt es die da rein. Und dann meine große neue Liebe, hat der Ben immer geschenkt, mein Römertopf. Ich schmeiß das alles da rein. Und dann kommen da gleich noch passierte Tomaten rein. Die habe ich jetzt noch nicht, die bringt der Bernd gleich mit. Die sind ja einkaufen. Und dann kommt das einfach alles nur in den Ofen mit Gewürzen natürlich. Ganz doll würzen, ganz viele Kräuter kommen da rein. Und dann gibt es das heute und morgen mit Reis. Genau, das mache ich jetzt mal. Zwiebeln haben mich heute den letzten Nerv gekostet, deswegen sind die nur so, seht ihr, wie sie sind. Da kommt jetzt der Deckel drauf. Stylische Dings haben wir, ne? Bernd ist gerade, der holt welche. Oder er wollte welche holen, er hat gerade gesagt, die kosten 20 Euro, deswegen, also eine Doppelsteckdose 20 Euro, deswegen kommen da erstmal weiße dran und dann, oder irgendwie, ich weiß auch nicht, wir gucken mal. Die Splittererbsen habe ich jetzt erstmal in Wasser eingelegt. Das sollte man eigentlich 8 Stunden machen, um die Kochzeit zu verringern. Mal gucken, wir haben jetzt 10.40 Uhr. Ja, 8 Stunden werde ich vielleicht nicht schaffen, aber ein paar. So verringert sich die Kochzeit. Das kommt gleich einfach da oben drauf. Und dann wird das mit Wasser, weil die natürlich viel Wasser ziehen, die Splittererbsen und passierten Tomaten, aufgefüllt, dass alles schön bedeckt ist, ordentlich gewürzt. Und ich schätze mal, 1-2 Stunden kommt das schön in den Backofen. Die Küche ist jetzt ordentlich einigermaßen aufgeräumt. Jetzt drehe ich die Kamera mal um. Dann ist hier wieder alles voll. Ich habe mich jetzt hier mal an dieses Regal gemacht. Da unten habe ich angefangen auszusortieren. Da kann nämlich jetzt einiges rüber ins Schlafzimmer, weil wir da ja jetzt echt ein bisschen Platz geschaffen haben. Dann sind die nicht so voll, die Regale. Und wisst ihr was? Wir tendieren sowieso dazu, gerade wenn man so noch im Auspacken ist, wir haben überall noch Kisten rumstehen, dass wir überall alles einfach ablegen. Ne? Das ist so praktisch, wenn man überall, guck, die Fensterbank ist jetzt da, voll. Das ist wirklich schlimm bei uns. Oh, und dabei haben wir schon so aussortiert, aber es hört nicht auf, es hört nicht auf. So, hier sind das Stifte. Egal. So. So, nächste Katastrophenregal sieht schon etwas besser aus, wie ich finde. Aber offene Regale sehen generell immer unordentlich aus. Jetzt habe ich hier schon angefangen. Hier ist immer so im Vorbeigehen, ne? Husch, husch, schnell legt man was hin. Und alles, wo ich jetzt nicht weiß, zum Beispiel hier hat Bernd, mach ich nochmal Licht an, sein Dingsbums. Also hier geht es zum Dachboden hoch. Die Leiter, seht ihr, steht, kann man zurzeit nicht hoch. Wir gehen auch nicht hoch, das ist ja immer noch nicht fertig. Der Dachboden, der wird vielleicht nächstes Jahr ausgebaut oder danach das Jahr. Und genau, die hatte ich gerade gefunden. Dann stelle ich ihm das hier hin und er sortiert sich das hier ein. Das ist so praktisch, weil zum Beispiel, wenn man mal einen Zollstock braucht, der lag immer irgendwo, immer wieder, wo ist der Zollstock, wo ist der Zollstock, wo ist der Zollstock? Und jetzt, da ist der Zollstock. Sehr praktisch. Genau, und ja, so arbeite ich mich voran. Was ich gar nicht weiß, wo er selber gucken muss, lege ich hier auf den Tisch. Da gehen wir gleich zusammen durch. Und ja, es ist einfach eine Riesenerleichterung, wenn so langsam, aber sicher alles seinen Platz bekommt. Das ist so schön, wenn man weiß, wo das Kehrblech ist. Ja, herrlich. Vor allem nach so langer Zeit. Ne? Wir haben ja jetzt in diesem Mega-Chaos, wir sind ja alle nicht die ordentlichsten hier, aber dieses Mega-Chaos haben wir ja jetzt über 7 Monate. Und jetzt so langsam das Licht am Ende des Tunnels. Wisst ihr, worauf ich mich noch so unendlich freue? Wenn die Fliegengitter
da sind, weil wir haben ja sehr, sehr viele Fliegen. Das Schlimme ist jetzt nicht nur, dass die uns wecken und so, sondern die kacken überall hin. Überall haben wir diese Punkte, Fliegenkacke. Ich komme da gar nicht mit dem Putzen hinterher. Einen Tag später sind schon wieder diese ganzen braunen Punkte. So viele Fliegen haben wir hier. Das ist unwahrscheinlich. Dafür muss ich aber sagen, haben wir hier in Ungarn wesentlich weniger Wespen. In Österreich, boah, da waren so viele Wespen. Da konnte man nicht draußen sitzen. Also konnte man schon, aber es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und hier haben wir bis jetzt zwei, drei Wespen gesehen. Ja, viele schimpfen immer, dass bei uns so unordentlich ist. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ne, weil hier jeden Tag gewerkelt wird, warum soll man denn dann zum Beispiel den Hammer weglegen? Und so ist es mit allen Sachen, ne? Hier wurde jeden Tag gewerkelt. Und man hatte keinen Platz. Jetzt hat Bernd halt da im Dachbodenaufgang angefangen, sein Werkzeug zu sortieren, aber das hatte er ja vorher nicht. So, dann sagt mir mal, wie willst du denn da Ordnung halten? Ihr wisst, das Haus ist klein. Und wir hatten halt einfach andere Prioritäten. Jetzt kommt so langsam der Grund rein. Und dann lohnt sich auch das Aufräumen und genauso auch mehr lohnt sich das Putzen. Also es stimmt schon, dass wir nicht so überordentlich sind und auch nicht übersauber. Bei uns darf man mit Schuhe rein, bei uns darf der Hund aufs Bett, aufs Sofa. Also wir sehen das alles nicht so eng. Aber trotzdem ist es jetzt in dem letzten halben Jahr hier in unserem Haus schon für unsere Verhältnisse auch sehr unordentlich gewesen. Aber jetzt hoffe ich ja, dass Licht am Ende des Tunnels kommt. So, falls ihr fragt, Amazon oder guckt mal auf dem Wochenmarkt, meine Spiegeltücher. Dieses, boah, das habe ich bestimmt schon, da war Calvino ein Jahr alt oder so, das ist schon bestimmt 11 Jahre alt, ne? Die kosten zwar, ich glaube, 5 € ein Tuch, aber Kochwäsche, 60 Grad, egal, die halten alles aus und es ist immer spiegelfrei. Die habe ich euch schon ganz oft empfohlen. So Spiegeltücher. Ja, wirklich toll. Und auch zum Abtrocknen lege ich euch ans Herz, holt euch solche Tücher, wenn ihr abtrocknet. Wir haben ja eine Spülmaschine, aber manchmal mussten wir jetzt auch spülen natürlich. Mit denen geht das am besten. So, kleiner Tipp am Rande. Jetzt mache ich mal weiter. Ausmachen. Ihr seht die ganzen Einkäufe. Das wollte ich euch ein Haul drehen und dann werde ich das alles verräumen. Und dann haben wir jetzt eben gegessen. Reste von gestern, Maiskolben und Kartoffeln. Guck mal, ich hatte hier gerade, war blitzeblank, schon wieder alles voll. Weil wir den Tisch schnell freiräumen wollten, mussten, weil wir essen wollten. Jetzt hatte ich vergessen, oder die Zeit hatte ich vergessen. Wir hatten ein oder haben einen Termin mit dem Menschen, der die Einfahrt macht, dass wir einen neuen Kostenvoranschlag bekommen, weil ja alles neu vermessen werden muss wegen der Grundstücksgrenze und so. Der ist jetzt da. Der ist mit Bernd und jemandem zum Übersetzen vorne. Ja, komm her. Bring den Kompost weg. Der war schon voll. Ganz voll, da bist du ja. Da bist du ja. Und dieser Mensch hat gesagt, die haben erst wieder freie Kapazitäten. Kann er nicht genau sagen. Vielleicht im September. Da hauen wir ja ab nach Kroatien. Ja. Ach, du möchtest die nicht Brombeeren, Holunderbeeren, gebe ich dir. Also da sind wir dann in Kroatien, dann geht das nicht, weil wir möchten auf jeden Fall dabei sein. Und im Oktober wollten, wenn wir dann hier sind wieder in Ungarn, wollten wir ans Eltern kommen. Die kommen mit dem Wohnmobil. Warte, Livia, ich mache die Grünen eben ab. Hier, die dunklen kannst du essen. Und dann haben wir gedacht, gehofft, ist die Einfahrt schon fertig und die können dann hier auf unserem Grundstück stehen. Aber wird wohl nichts. Ich schätze mal, die werden das im Oktober dann machen. Aber wir wollen lieber einen festen Termin, als zu hoffen, dass sie dann sagen, ja, eventuell Anfang September oder so, weil wir haben ja auch schon gebucht für Kroatien den Campingplatz.
und angezahlt. Ja, so ist das manchmal. Ne? Aber sind wir auch, ja, was heißt selber schuld? Das hat halt, wir hatten schon den Termin, dass sie das machen, hat sich das immer verzogen wegen der Grundstücksgrenze immer wieder. Ist halt so. Das ist jetzt unser Vorratsregal für Badezimmersachen. Dann haben wir mehr Platz im HWR. Ja, super. Du bleibst hier, Smurfy. Livia hat eine Kartoffel. Du darfst die nicht. So, ich habe euch noch gar nicht die Wettersituation heute gezeigt. Da hatte ich noch gar keine Zeit für bei dem ganzen Werkeln und so. Eigentlich war Regen für den ganzen Tag angesagt. Wir haben uns schon gefreut, weil das wird dem Land mal richtig gut tun. Ist schon überall so aufgerissen und ausgetrocknet, der Boden. Hier ist Murphy. Hier ist noch hier. Nee, nicht von Livia. Ich habe Kartoffel. Es hat nur einmal heute Nacht ein bisschen geregnet und gerade so eine Viertelstunde einmal. Ansonsten habe ich keinen Regen mitbekommen. Naja, jetzt ist Bernd drin am Werkeln. Ich habe das Bad noch eben geputzt. Und ja, wir dachten eigentlich, es wird kühl heute. Ich habe heute Morgen direkt die Fenster aufgerissen, weil wir 26 Grad im Haus hatten. Jetzt haben wir noch 25 Grad. Es ist trotzdem sehr warm heute. So, wo ist mein Rührgerät? Wir haben noch ein bisschen ausgeräumt und umsortiert. Und das Essen ist jetzt schon fast 2 Stunden im Ofen. Wir haben so langsam Riesenhunger. Das dauert noch ein bisschen. So, einmal umrühren. Ich schätze mal, ja, insgesamt, also wenn ihr das 3 Stunden drin lasst, würde ich schon machen, dass es richtig schön durch ist. Ich setze jetzt schon mal den Reis auf. So. Zack, Spülmaschine läuft. Ich fühle mich so wohl jetzt hier, wo das so organisiert ist. Ich muss euch meinen Schrank zeigen. Pass mal auf, ich mache jetzt auf. Achtung, nicht erschrecken. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was da drin ist. Dann öffne ich den. Okay, habt ihr alle reingeschrieben in die Kommentare? Und was ist da drin? Ta-ta-ta-ta. Yum-Yum-Suppen. Wir haben so viele. Ente und Chicken ist unser Lieblingsgeschmack. Also das ist bis hinten drin, ne? Der ist hier, bis hinten drin. Und hier kommen Zwiebeln. Dahinter sind auch noch Yum-Yums und da unten auch noch. Hier kommen noch die Kartoffeln rein. Da brauche ich noch so eine Kiste. Die kriege ich erst, wenn der Pool aufgebaut ist. Denn der Pool liegt auf den Kisten. So zieht es sich seit Monaten immer so. Erst das, wenn das. Alles baut aufeinander auf. So, ich wollte jetzt den Reis aufsetzen. Ganzen Tupper-Gedöns. Wir haben schon so aussortiert und wir haben noch mehr. Okay. Und wir haben ja jetzt 2 Küchenschränke weniger, als wir früher hatten, weil die nicht mehr gepasst haben. Dieser riesige Topfschrank ist weg und noch so ein Hängeschrank ist weg. Also haben wir müssen noch mehr ausmisten oder auslagern. Der kocht jetzt und ich wollte hier unseren Backofen installieren. Da haben wir eine Geschichte zu erzählen. Und zwar haben wir das in Ungarn kennengelernt. Wir waren ja hier immer jahrelang in der Pension hier in Ungarn im Urlaub. Das seht ihr in unseren alten Daily Vlogs.
Ofen. Die hatten so einen Ofen, wo man so mal eben ein Brötchen überbacken kann oder so. Das haben wir richtig viel genutzt immer. Wir haben das voll oft gemacht, so alte Brötchen durchgeschnitten und dann so pizzamäßig gemacht. Und dann haben wir gedacht, wir kaufen uns so einen in Deutschland. Aber da haben wir das nie benutzt. Mal gucken, ob wir es jetzt hier benutzen. Ich brauche erstmal hier eine Mehrfachsteckdose. Zwei reichen. War sehr lecker. Jetzt sind alle raus. Ich räume auf. Spülmaschine, den Tisch. Und esse Schokolade. Nougat. Eine. Und pack die jetzt wieder weg. Klappt ganz gut mit dem Plan, gesünder zu ernähren in Ungarn. Also nicht so, hauptsächlich nicht so viele Softdrinks, nicht so viele Süßigkeiten, aber halt nicht komplett darauf verzichten. Das ist der Plan. Genau, und nicht so viele tierische Produkte. So. Herrlich, herrlich. Wir lassen jetzt den Abend einklingen. Wir haben, ich weiß gar nicht, 20 Uhr. Oh, Viertel nach 8 schon. Wir sitzen noch draußen ein bisschen oder laufen, wie auch immer, sind draußen. Heute waren wir nicht so viel draußen, dafür ist hier drin richtig viel passiert. Ich fühle mich so wohl jetzt hier, das ist so schön. Wir sind noch nicht fertig, aber es ist trotzdem die letzten. Wir sind ja jetzt eine Woche hier in Ungarn und wir haben so viel geschafft. Also jetzt sieht man halt auch voll den Fortschritt, finde ich. Das ist halt einfach, ja, ihr wisst ja, ihr habt es ja mitbekommen. Genau, also ich würde den Vlog jetzt beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns morgen in alter Frische. Tschüss!